War, ne? Aber das ist auch nicht das Thema jetzt. Das Thema ist jetzt die Review von der Debatte gestern. Ich bin gestorben, ey. Der Ravi, ne, dieser Ravi Itko oder wie der heißt. Igor Itkin. Was war das? Ein russischer Jude oder wie, was war das? War das ein richtiger Jude aus Israel oder ist das ein russischer Jude gewesen? Igor. Ich glaube, also die meisten, viele Russen heißen doch Igor. Ja, auf jeden Fall die ganzen PowerPoint-Präsentationen von ihm, das war so ein Durcheinander. Der war, glaube ich, auch total nervös, ne? Und mir kam das so vor, als wüsste der selber gar nicht mehr, wo der anfangen soll, wo der aufhören soll. Ne? Der hat einfach so die ganze Zeit geredet und mir, also ich kam gar nicht mehr hinterher, so was er da eigentlich sagen möchte. Ne? War das bei euch auch so? Oder war ich da alleine? Also in sehr vielen Punkten konnte ich ihm gar nicht mehr folgen. Ich so, was ist das denn? Wovon redet der da eigentlich, ne? Aber der Roger Lieber hat sehr, sehr gut geantwortet. Ne? Sehr gute Antworten. Und diese Fragerunde, ne? Wartet mal ganz kurz. Das habe ich hier extra nochmal. Angehalten. Fragerunde. Hör zu. Ich würde jetzt kurz 2 Minuten einblenden. Ich fange konsequent auch so an mit Ego. Die erste Frage lautet Ego. In Scharachia. In Zacharia, pass auf. Zacharia 12, 10. Sagt, dass er kommen wird. Gott spricht selber. Sehen werden, alle werden ihn sehen. Durchbohrt haben. Und den, den sie durchbohrt haben. Wer außer Jesus kann hier damit gemeint sein? Ich blende mit die diesem, du hast jetzt mit Zacharia 12, 10 und Jesaja 53 reicht vollkommen aus, um jeden Rabbi ins Schwitzen zu bringen. Jeden Juden, der die Gottheit des Herrn Jesus leugnet, Messias leugnet, alles. Ja, der den Christus leugnet, der ins Fleisch gekommen ist. Jesaja 53 und Zacharia 12, 10 sind die zwei Monsterverse von unzähligen Versen. Ne? Die eindeutig. Beweisen, dass Gott sich selber ankündigt, Mensch zu werden und durchbohrt zu werden. Guck mal hier, und jetzt pass mal auf, wie der Rabbi antwortet und jetzt pass mal auf, wie Roger Levy darauf antwortet. Hammer, ich bin gestern gestorben. Hört ihr das gut? Hört ihr das gut? Du darfst antworten. Ja, also das passiert ja in der Zukunft, wenn alle Völker gegen Jerusalem ziehen werden. Und da ich kein Prophet bin, kann ich das nicht genau beantworten. Ich kann aber sagen, zum Beispiel, das ist wahrscheinlich in der Forschungsliteratur, die das nicht auf die Zukunft beziehen, gibt es mehrere Persönlichkeiten, zum Beispiel ein Hohepriester. Guck mal, wie der um den heißen Brei redet. Es war Zekaria, der Sohn von Jojada oder ein Uria Gedalia. Es gibt unterschiedliche Vorschläge, wer das gewesen ist. Aber da es ja um die Zukunft geht, kann ich das nicht wissen, wer damit gemeint ist. Wir werden das einfach sehen. Ich hoffe, ich habe die Frage. Das war's, wir werden einfach sehen. Guck mal, ich will aufhören. Aber du hast doch noch anderthalb Minuten. Okay, dann will ich vielleicht noch. Bester Rabbi. Aber auf diese Frage eingehen, nicht auf die Sachen von zweiten, dritten Teil. Das wäre wichtig. Ah, auf diese Frage soll ich eingehen. Ja, also okay. Wir können auch beenden. Genau. Also wenn jetzt jemand kommt und versucht, da den Einwurf zu machen und sagt, man muss den Vers aber so übersetzen, dass Gott spricht, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und wie ist das auf Hebräisch? Da kann man sagen, das ist eine nicht sehr gute Übersetzung. Und wir sehen viele, das ist nicht eine gute Übersetzung. Partikel sind in der dritten Person maskulin. Weil da steht, das Afudo Alaf, sie trauern über ihn. Und Hayachid Behamer Alaf, und sie trauern über ihn wie über den. Und Hayachid Behamer Alaf, und sie trauern über ihn wie über den.
Ist es wieder in Ordnung? Könnt ihr mich hören? Ja, jetzt geht's. Weiter geht's. Guck mal, wie der Rabbi versucht zu lügen. Den sie durchbohrt haben. Also nicht auf mich, den sie durchbohrt haben, sondern also es spricht sich nicht Gott. Hier spricht nicht Gott. Guck mal, wie der lügt. Hier spricht... JHWH. Sagt selber, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Guck mal, es gibt keinen anderen... weil wenn du das liest von Zachariah 1 angefangen bis 10, 12 und so, merkst du, spricht Gott von sich selber. Das ist so Wahnsinn. Guck mal, was der Rabbi macht. Wie unehrlich. Gott nicht von sich, sondern sprich, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Nicht, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, weil mein Gott nicht durchbohren kann, weil er nicht physisch ist. Und eine Sache, es wundert mich, dass niemand auf meine Herausforderung eingegangen ist und mir drei Verse gemacht. Ganz kurz, da haben wir Zeit, das wäre sehr wichtig, dass du in deine. Jetzt guck mal, wie der Roger Libby antwortet. Achso, ist schon vorbei, okay. Aber ich sehe das auf dem anderen Bildschirm und da hatte ich noch 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Zu, Nee, alles gut. Es ist sehr wichtig, dass wir genau beim Thema bleiben. Ja, Herr Libby, Sie haben jetzt eine Minute Zeit, auf die Frage einzugehen. Das war's, da war die Debatte schon vorbei. Da war die Debatte schon vorbei. Zachariah 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den Sie durchbohrt haben, wird von dem großen Kommentator im Judentum Rashi auf den Messias bezogen. Seht ihr? Sagt, da wird also er zitiert sogar seine eigenen jüdischen Rabbiner, die selber sagen, ja, das ist auf den Messias bezogen, weil der Messias selber Gott ist. Geweklagt. Auch Moshe al-Sheikh, auch einer der ganz großen Rabbis, hat das auf den Messias bezogen und sogar der babylonische Talmud in Sukkah 52a. Und es ist so, dass... Der Roger Libby zitiert extra die Rabbiner, damit der selber, der Rabbi, dieser Igor, ganz ruhig ist, weil sie steht über ihm. Und sie kommentieren Zachariah 12,10. Guck mal hier. Zachariah 12, Vers 1, klar ist, wer spricht. Siehst du? In Zachariah 1 ist klar, wer spricht. Den Ausspruch des Ewigen. Also Yud Hei Vav Hei spricht. Yud Hei Vav Hei. Und er sagt, Vehibitu Elai, et Asher Dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ja. Wie kann man Gott durchbohren? Ja, nur in physischer Form. In dem eben. Gott Mensch wird. Gott Mensch wird. Seht ihr? Der Messias ist Mensch geworden und als Mensch wurde er durchbohrt. Und Igor hat richtig gesagt, der Satz ist erstaunlich. Im gleichen Satz geht es weiter und sie werden Elav über ihn wehklagen. Über ihn wehklagen. Ja, also muss es was? Das ist eine andere Person. Das ist eine andere Person. Spricht hier. Wer spricht hier? Sacher 12,1, Yahweh. Also gibt es mehr als eine Person in der Gottheit. Seht ihr? Trinität schon wieder. Okay. Dann Halleluja. Wieder, richtig? Ja, wir versuchen das besser. Diese Fragerunde war super, als der Roger Libby mal geantwortet hat. Er hat ein Feedback darauf gegeben. Und andersrum wird es auch so sein. Okay, dann gehen wir jetzt auf die nächste Frage. Frage, guck mal. F-Doppelpunkt, wie kann in Jesaja 53 Israel gemeint sein? Fragezeichen. In Jesaja 53, Vers 5. Die heutigen Juden, die Rabbiner, die versuchen alles um Jesaja 53, Zachariah 12, 10, Micha 3 und all die Verse, wo Gott selber spricht, dass er kommen wird, dass er für das Volk bezahlen wird, dass er die Sünde der Menschen hinwegnimmt, dass er auch immer wieder Hinweise gibt, dass er physische Form annimmt und alles. Die Juden versuchen alles, was in ihrer Macht steht, und versuchen das Ganze so zu drehen, dass es nicht auf den Messias passt, beziehungsweise auch nicht Jesus Christus mit gemeint ist. Guck dir das an. Jetzt muss ich wieder an meinen Bruder denken, als er sagte, diese Menschen sind sehr, sehr intelligent. Es ist nur das Herz, das hardcore verdorben ist, das es nicht zulassen möchte. Damit hat mein Bruder heißt recht. Ist, dass die den Gottesknecht geschlagen haben, Heilung geworden ist. Alle, die gegen Israel waren, sind jedoch untergegangen. Ich blende ganz kurz die zwei Minuten. Ist der Ton gut? Hört ihr das gut? Ich habe mittlerweile hier in meinem Auto ein Tonstudio aufgebaut.
Dr. Scherer, wo haben wir das Update? Mit neue, ja, schnelles Internet und alles Mögliche. Dr. Scherer, wo haben wir das Update gemacht? Ist das nicht herrlich? Ja? Dr. Sheikh Abu Amir, Mufti Abu Amir, in seinem Auto hier, Tonstudio. Weiter geht's im Programm. Ja, also zuerst möchte ich erwähnen, dass im Kontext spricht Jesaja 41. Wo ist der Rabbi wieder lügt? Knecht auf Israel. 43 ist Israel. 44 ist der Knecht Israel. Jesaja 45 ist der Knecht Israel. Und Jesaja 49 ist der. Aber in dem Kontext ist es nicht Israel, sondern eine Person. Die Antwort ist folgendermaßen. Und zwar seht ihr, was er macht? Der Knecht selbst, nicht ganz Israel, sondern es ist nur ein Teil von Israel. Wenn wir die Kapitel davor lesen, wird dieser Teil auserwählt, aus Babylon nach Israel zu gehen. Und der andere Teil Israel, die sprechen, das sind diejenigen, die nicht exiliert worden sind aus Israel. Und in diesem Kapitel geht es, dass sie, die nicht exiliert worden sind, die müssen anerkennen, dass der Teil von Israel, der ins Exil nach Babylon gegangen ist, dass er für sie gelitten hat. Das heißt, der Teil von Israel, der in Babylon war, musste, obwohl er nichts damit zu tun, die sind ja schon dort geboren worden, die mussten alles erleiden, was sie in Exil in Babylon erlitten haben, damit es denen in Israel, die nicht exiliert waren, gut geht. Das heißt, hier sagt er, dass er ist uns zum Heil geworden, dass er hat unsere Schuld auf sich genommen in Babylon und hat dort gelitten. Was soll das sagen? Wir sehen das, das kann man sehr gut sehen im Kontext, wenn man Jesaja von 42 bis 53 liest. Und danach sehen wir ab Jesaja 54 wird aus dem Knecht, der Israel ist, noch viele andere Knechte. Das heißt, das setzt sich dann bis Jesaja 66, bis zum Ende des Buches setzt sich das fort, wo der Knecht, der aus Babylon wieder zurückkommt, sich vereint mit den Israeliten dort und sie werden dann zu einer Gemeinschaft und aus dieser Gemeinschaft entsteht man kann ihm gar nicht folgen, der Rabbi. Vielen, vielen Knechten, die später das Heil den Völker bringen wird. Das heißt, hier ist, wie man gesagt, nicht ganz Israel, sondern ein Teil von Israel und das kann man Vers für Vers verfolgen, wie das geschieht. Danke. Vielen Dank. Herr Liebi, ich gebe kurz die eine Minute kurz nur bei mir ein. Sie müssen darauf eingehen, warum die Antwort falsch war und was die richtige ist. Und Sie das ist eine Debatte, reden. Ja. Jesaja 53 kann sich nicht auf das Volk Israel und auch nicht auf einen Teil des Volkes Israel beziehen. Denn dieser Knecht in Jesaja 53, der ist vollkommen. Vollkommen! Es gibt in Jesaja 40 und folgende viele Abschnitte über den Knecht Gottes, der Israel ist. Aber dieser Knecht wird genannt, er ist blind und er achtet nicht auf Gott, Gottes Wort. Aber hier von dem Knecht in Jesaja 53 wird gesagt, dass er kein Unrecht getan hat und kein Trug in seinem Mund erfunden hat. Ohne Sünde! Die, die ins babylonische Exil gingen, die gingen gerade, weil sie gesündigt haben gegen den Herrn. Die waren nicht unschuldig nach Babel gegangen und darum konnten sie auch nicht können sie auch nicht unschuldig genannt werden. Aber der Knecht, der leidet in Jesaja 53, ist vollkommen. Und das ist der Messias. Und zwar so, wie das der Talmud und die Masse der alten Midrashim im Judentum klar bezeugt haben, das ist der Messias und es ist nicht Israel. Siehst du, das war zu Ende. Feierabend. Dann gehen wir auf die... Habt ihr gehört? Nur allein diese zwei Fragen. Mit Jesaja 53, Zacharia 12, 10 reicht vollkommen aus, um jeden Rabbi oder Juden, der nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt als Messias, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das war's. Deswegen wird auch Jesaja 53 nicht mehr in den Synagogen gelehrt, beziehungsweise auch nicht mehr vorgelesen. Merkt ihr, was die Juden machen? Alles, aber nicht Jesus Christus. Alles, wir akzeptieren alles, aber bloß nicht, dass es Jesus ist. Wie sie den Herrn hassen, ne, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich will euch nicht erzählen, was alles im Talmud über den Herrn Jesus Christus geschrieben steht. Da kriegt ihr Schock. Wie sie ihn beleidigen als, ihr wisst schon was.
haben ja Bock auf Boxen. Die wollen alle mit dir boxen, ne? Nein, ich bin da nicht hier, um mich mit euch zu prügeln. Ihr müsst aufhören mit so einem Blödsinn. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die finsteren Mächte. Nur Hass, Hass und Spaltung. Jesus würde sich für dich schämen. Also wenn der Jesus selber die Pharisäer als so Teufelskinder bezeichnet und der Johannes der Täufer sagt, kommt der hier Schlangenbrut und Otterngezücht. Das ist das, ne? Ihr habt keine Ahnung von der Bibel, das ist das große Problem. Und dann kommt ihr hier rein und dann erzählt ihr dann sowas, ne? Ich bin ja noch harmlos im Gegensatz zu Johannes den Täufer. Ich bin ja noch vollkommen harmlos im Gegensatz zu Johannes den Täufer. Aber hören wir mal weiter, das ist sehr interessant, warte. Bisschen mit euch durchgehen. Diese Fragerunden waren die letzte Frage für Rabbi Igor. Camelo, die letzte Frage kommt von Ach so Kanal bekannt. Die Frage ist, Rabbi Igor, sollte nach Malachi 3,1 nicht der Herr zum zweiten Tempel kommen? Ich gebe kurz die 2 Minuten kurz ein, brauche ich Zeit. Da hat der Klaus auch eine heftige Frage gestellt. Darauf hat der Rabbi keine Antwort gehabt. Können Sie jetzt drauf eingehen, antworten? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss mir die Verse reinziehen. Also ich kann mal stoppen, dann kannst du Also ich muss mir von 3 alles anschauen. Also ich kann nicht alles auswendig, tut mir leid. Aber ich muss mich mit dem Text erstmal auseinandersetzen, um die Frage zu beantworten. Also ich wäre ehrlich genug, um zu sagen, dass ich... Warte mal. Dass ich den Kontext und den Text nicht so gut kenne, um diese Frage zu beantworten. Oh, jetzt habe ich eine Verstoßerwarnung bekommen. Soll ich dann eine andere Frage stellen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, gerne. Aber ich kann jetzt gleich wieder warten. Roger Levy ist Mike Tyson, da kommt auf einmal so ein, Mittelklasse-Boxer oder was und versucht sich gegen ihn zu messen. So Quatsch. Muss erstmal noch ein paar Jahre weiterkämpfen und weitermachen. Hören wir weiter. Eine Frage noch haben, die Rabbi Igor eine Antwort haben könnte. Hättest du auf diese Bibelvers eingehen können? Jesaja 9,5. Ja. Okay. Ja. Ich lese mal kurz vor, damit alle wissen. Die Frage geht an dich. Bezeichnest du Jesaja 9,5 auf den Messias? Da könnte man auch kurz den Bibelvers vorlesen, wenn es okay ist, damit ja, das korrekt wird. Also ich, vielleicht müssen wir halt uns verbessern. Nächstes Mal die Bibelversen soll als Moderator ich lesen. Aber wir sind dabei, uns verbessern und ihr könnt jederzeit uns auch sagen, wo wir uns verbessern müssen. Also ich lese mal in Schlachterübersetzung. Also Jesaja 9,5. Da steht, ja, ich habe Jeremia. Jesaja 9,5. Starker Gott El Gibor. Der Sohn, der geboren wird, ist starker Gott, ewig Vater. Guck mal, was der Rabbi schon wieder macht. Guck mal, was dieser Rabbi macht. Unglaublich. Wie der den Text umgeht und um den heißen Brei redet. Pass mal auf. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist der Vers für die Zuschauer. Dann haben Sie, ich gebe nur die Zeit ein, ein bisschen unterspeisen, nur dass ihr weiß. Was hat der Samira gemacht? Der hat den kompletten Text sogar verfälscht. Die wusste. Die Jesaja 9,5 ist Mohammed. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, ey.
Also ich habe schon einiges von so Muslimen gehört, die versucht haben, Mohammed in der Bibel zu finden. Aber Jesaja 9,5, da war für mich Feierabend. Als ich das gehört habe, ich lag auf dem Boden, ich so, das kann nicht wahr. Und dann verfälscht er den Text auch noch und lässt das Gott weg. Aber ich habe jetzt die Zeit, die dürfen jetzt auf den Vers eingehen. Ja, danke. Also dieser Vers bezieht sich in dem Kontext nicht auf den Messias. In dem Vers bezieht sich nicht auf den Kontext zum Messias. Guck dir das an. Ein Kind ist uns geboren, und was du vorgelesen hast, war richtig, und ist uns gegeben worden. Also er spricht, das ist schon geschehen. Wenn wir schauen auf den Targum, vielleicht bezieht das der Targum ja auf den, doch auf den Messias, aber das spielt keine Rolle, weil der Targum ist wieder Agada und nicht der literarische Sinn des Verses. Und hier bezieht sich das auf ein Kind. Entweder ist das ein Kind von Achas oder ein Kind, ein anderes Königskind. Ja, aber warum wird dieses Kind denn starker Gott ewig Vater genannt? Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Das ist Wahnsinn. Kann ich einfach Kind starker Gott nennen? Dass den Frieden bringen soll und dass die israelische Koalition besiegen wird, was Jesaja schon davor gesprochen hat mit der El Gibor im Hebräischen, El Gibor, starker und Gott. Deshalb bezieht sich das nicht auf den Messias. In dem Guck mal, was der macht, es bezieht sich nicht auf den Messias. Das war's, es bezieht und sich einfach nicht auf den Messias. Seine Titel, die er bekommt, sind er ist Herrscher, er ist Friedensfürst, und er wird auf dem Thron David sitzen, was auf einen König starker Gott lässt er wieder weg hindeutet. Und wir haben auch gesehen vorher, es ist hier, geht es um Immanuel. Es ist nicht ganz klar, wer Immanuel ist, ob es Jesajas Kind ist, ob es das Kind von Achas ist, ob es ein fremdes Kind ist, aber hier dient das Kind als ein Zeichen. Der Herr Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Um ihm ein Zeichen zu geben, dass er die syrische Armee zurückschlagen wird. Okay. Willst du noch die 25 Sekunden mit? Er ist auf diese Frage bezogen. Ja. Ich glaube. Der gibt nicht auf, der Achi. Denkst du, ich glaube an einen Gott, der mir Frauen mit schwellenden Fußen im Himmelreich verspricht? Ich bitte dich, du musst umkehren, Mann! Die gesamte Bibel wird von Allah auf den Kopf gestellt. Er dreht das Kreuz um, der ist das umgedrehte Kreuz. Der Allah ist eigentlich das umgedrehte Kreuz. Das ist eine Beleidigung für Gott, sowas zu machen. Ich bleibe bei meinem Herrn Jesus Christus, dem ewigen Sohn Gottes, der mich liebt und sein Leben dahin gegeben hat. Jeder weiß, wer der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. 1. Johannes 5,20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Mal sehen, was mit dir passiert, wenn du vor dem lebendigen Gott gebracht wirst. Und gedacht hast, dass Gott ein Clown ist, der nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Unglaublich. Ihr habt aus Gott eine Maschada gemacht, ehrlich. Ihr habt aus Gott eine Lächerlichkeit gemacht. Gott ist weitaus erhabener als das, was wir im Koran finden. Weitaus erhabener und majestätischer. Seine Heiligkeit, seine Majestät finden wir nicht im Koran. Wir finden nur jemanden, der unfassbar fehlhaft ist. Unfassbar fehlhaft. Wer Gott in Jesus Christus nicht gefunden hat, der kann noch 1 Milliarde Jahre suchen. Du wirst ihn nicht finden. In Jesus Christus wurde Gott Mensch. Und das haben wir so 1000-fach in der Bibel geschrieben stehen. 1000-fach. Nur jemand mit einem wirklich, wirklich unehrlichen Herzen würde sagen, dass Gott sich nicht selber angekündigt hat, Mensch zu werden. Unehrlichkeit. Man muss also ein sehr, sehr
ehrlicher Mensch sein. Wenn du das Alte Testament liest und auf die gewissen Stellen kommst und nicht zugibst, dass Gott selber sich ankündigt, Mensch zu werden, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Du musst wirklich ein verdorbenes Herz haben. Du Kuffer. Du Kuffer. Nicht du Käfer, du Kuffer. Ist das heftig. Was ist heute mit deinem Empfang los? Warum? Schlechter? Besser? Bist du Katholik? Nein, ich bin ein wiedergeborener Christ und folge dem Herrn Jesus Christus nach. Ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Schade, dass du auf dem falschen Weg bleiben willst. Naja, natürlich. Jemand, der glaubt, dass Gott ihm einen immer erregierten Dauer-Palmen-Penis gibt. Ja, ja, klar, natürlich. Überleg genau, was du da sagst. Ey. Das ist so heftig. Du wirst damit beschäftigt sein, Jungfernhäutchen zu zerfetzen und deine eigenen Familienmitglieder weiblicherseits zu penetrieren. Ist das zu fassen? Und dann sagst du zu mir, ich habe einen Fehler gemacht. Geh mal in dein Spiegel, schau mal und frag dich mal, wer den Fehler gemacht hat. Geh mal und sag mal. Du löst bei mir immer starke Wut und Schmerz aus. Ja, das möchte ich doch nicht. Das möchte ich doch nicht, mein Lieber. Hat mich jemand? Ja, ich bin so Papa gegen unterwegs. Ich bin aufgefallen. So. Ja, irgendwie habe ich gerade überhaupt kein Bild. Aber egal. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Wird's jetzt besser, der Empfang? Hallo. Ja, irgendwie ist das Netz gerade ganz weg. Genau, Obaid Fakir, irgendwie sowas. Komm. Ich bete immer für jeden Moslem, ja. Ich mag wirklich jeden Moslem. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Okay. So, und Bruder, wie geht's dir? Ja, danke, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Wie geht's dir? Du, eigentlich ganz gut. Kann mich nicht beschweren, aber ja, zu meckern gibt's immer was, weißt du? Kennst ja. Okay, wie kann ich dir weiterhelfen? Du, ich war ja schon vor ein paar Tagen drin bei dir. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Ich wollte einfach nur mal wieder Hallo sagen zu meinem Bruder. Und okay, sagen, ich danke dir. Und mal wieder sagen, dass ich. Möge der Jesus Christus dich und deine Familie segnen. Gott segne dich, mein Lieber. Hätte ich auch. Hast dein Kefir schon getrunken jetzt? Mein Kefir? Genau, damit ich noch mehr Kefir bin, genau. Genau, richtig. Okay, aber mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Du, dich auch und hab echt einen schönen Tag und ein geiles Wochenende. Ja, ja. Dir auch, ja. Morgen, Amir. Gottes Segen. Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Hi, Amir. Amir. Hi. Jesus. Ja. Jesus Akbar. Jesus Akbar. Ja. Ja, da hast du recht. Ja. Aber Amir, ehrlich. Ne? Jesus ist größer als alle anderen. Seit bist du in TikTok, ne? Wie viele Muslime hast du rausgeholt von Islam? Wie viel? Wie viele Muslime ich rausgeholt habe? Ja. Das weiß ich nicht, aber
Eine Menge. Eine Menge. Ja, aber viel. Ja, die Schlauen unter den Muslimen, die machen sich Gedanken um meine Worte und treffen eine Entscheidung raus aus dem Islam. Und die, die drinnen bleiben, haben einfach nur Wut gegenüber dem, was ich sage. Die Schlauen gehen auf die Suche und recherchieren selber für sich nach und sagen, ja, der Ami hat recht, der Ami hat vollkommen recht. Und die, die mir nicht recht geben, das sind diejenigen, die ja, diese Wut in sich haben und diesen Hass, weißt du? Aber ich denke, irgendwann mehr, manche werden finden die mutig, so das öffentlich zu zeigen, seine Dings, oder? Was denn? Ja, so irgendwann, langsam, manche werden sich mutig, wenn du noch weiter machst oder andere. Verstehst du? Ja. Ich muss kurz was erledigen. Ich hole dich später wieder. Ciao. Bleib schön da. Bleib da, wo du bist. Dr. Scherer, komm. Ist das herrlich, ey. Dr. Sheikh Abu Amir am Morgen vertreibt, ihr wisst schon. Hello, how are you? Hör doch auf, auf Persisch zu beleidigen. Geredet. Weißt du, was der gesagt hat? Amir, der hat keinen Wert, du. Ohne Wert, du. Warum muss man immer beleidigen? Ich verstehe das nicht, ey. Du musst auch mal Liebe zeigen. Was für Geredet. Du weißt doch, dass ich sehr viel sehr viel Wert habe. Du musst, show me some love, not some hate. Du musst mir Liebe zeigen. Ja, genau, mir bester Mann. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Nicht mir oder sonst wem. Dem Herrn Jesus Christus gebührt die Ehre. Er ist der Wundervolle, er ist der Heilige, er ist der Gerechte. Wir sind die Ungerechten. Uns gebührt keine Ehre. Der lebendige, auferstandene Gott. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe mir gestern wieder ein Stück von der Debatte angeguckt von Josh McDowell gegen Ahmad Eddad. Die Debatte, die mich ja überzeugt hat vom Herrn Jesus Christus. Was Jesus Christ crucified? Und ich war wieder nur am Staunen, wie er den Ahmad Eddad so geistlich auseinandergenommen hat, vom Feinsten, in jeder Kleinigkeit, in jedem Satz, den Ahmad Eddad da gesagt hat, einfach nur zerfetzt. Ich war so erstaunt über diese Art und Weise, wie er auf alles eingegangen ist, ne, und ihn auf den Boden der Tatsachen geholt hat. Das war für mich einfach nur phänomenal. Wirklich. Hochachtung vor diesem, vor Josh McDowell. Da hat der Ahmad Eddad einmal seine Packung bekommen, weil damals, als ich mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe, habe ich mir alle Debatten von ihm angeguckt und ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Ich dachte mir so, oh, das ist gut, der Ahmad Eddad. Und bis er dann auf den Falschen gestoßen ist, und das war Josh McDowell, und die falsche Debatte angetreten hat. Ich meine, die anderen Brüder wie Anis Shorosh und die anderen haben auch eine gute Figur gemacht, aber bei Josh McDowell und Was Jesus Christ Crucified, also wurde Jesus Christus gekreuzigt, da war für mich Feierabend. Ich dachte mir nur so, der Islam ist ja die allergrößte Lüge, die ein Mensch jemals hervorgebracht hat. Wie viel Lügen über die Bibel verbreitet wird, wie viel Lügen über die Kreuzigung erzählt wird, das ist unglaublich. Alle historischen Beweise wurden geliefert, alle
Aspekte durchgegangen, alle Zweifel ausgeräumt. Eigentlich müsste jeder Muslim sofort erkennen und sagen, ey, warte mal, ich muss zum Herrn kommen. Ich muss sofort zum Herrn Jesus Christus kommen. Ich muss an das glauben, was er für mich am Kreuz getan hat. Aber die meisten machen es nicht. Sei es durch familiären Druck, sozialen Druck, es ist immer irgendein Druck, der auf ihnen lastet. Schade. Sie haben mehr Angst vor ihrer Familie und dem Druck als eigentlich vor Gott selber. Wahnsinn, ne? Zumal gibt es dann auch Muslime, die dann denken, oh nein, wenn ich jetzt auf einmal den Islam verlasse, Gottes Zorn liegt dann auf mir und so. Obwohl sie zum wahren Gott kommen würden. Das ist ja traurig. Kennst du Roger Libby persönlich? Nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Aber mein Bruder, ich und sein anderer Bruder waren mal einmal bei seinem Vortrag dabei. Und mein Bruder hat dann eine Sache gesagt, die alle dort erstaunt haben. Und dann meinte Roger Libby, komm nach vorne zu meinem Bruder, werde ich nie vergessen. Und da hat er das Beispiel gebracht mit einer Seekuh. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie dieses Beispiel genannt wurde, aber mein Bruder hat den Leuten, also den ganzen Saal, hat er dann ein Beispiel, dann erstaunt war. Und dann dachte ich mir, also mein Bruder ist vom Geist frei, welche Erkenntnis auch mein Bruder hat, ist erstaunt. Das sind mein Bruder. Ein Satz gesagt, da hat Roger Libby das gehört, wenn ich nicht vergessen, hat er gesagt, komm nach oben, sag uns das. Ja, ich kann nichts dafür, ich bin mitten hier im Wald, ey. Ich bin mitten zwischen den Bäumen und den Vögeln und alles hier. Glaub mir, auch wenn du D1 hättest, dann wärst du hier genauso aufgeschmissen, ey. Glaub es mir, das ist so richtige Pampa, ey. Kennst du Farid persönlich? Ja, natürlich kenne ich Farid. Er kennt auch den guten Dr. Sheikh Abu Amir. Der Farid Bengbas. Er kennt mich, ja, der kennt mich. Ja. Ich kenne die alle. Diese kleinen Lümmels. Aber nochmal darauf zurückzukommen, hört ihr mich? Könnt ihr meine Stimme gut hören? Komm ich klar und deutlich rüber? Ja. Ja, wie gesagt, also als wir dann beim Vortrag von Roger Libby da waren, in der Gemeinde, ich weiß nicht mehr, wo das war, da hat dann der Roger Libby ein Beispiel gebracht. Und dann hat mein Bruder dann auch etwas dazu gesagt. Und der Roger Libby hat das dann gehört. Und dann hat er zu meinem Bruder Reza gesagt, komm nach vorne, erzählen wir den Leuten das, ne? Deine Erkenntnis. Und dann hat mein Bruder das erzählt. Ich war richtig fasziniert davon, ne? Da muss er selber mal erzählen, wenn er hier reinkommt. Da sieht man, dass mein Bruder auch von der Auslegung her, vom Geistlichen her, sehr weit ist, sehr, sehr weit. Da muss man dem Reza lassen. Das muss man meinem Bruder lassen, ehrlich. Er ist gut. Ich sehe 5 Minuten vom Cameo gehen, ohne zu lachen. Das geht nicht. Sofort, wenn dieses Kamelurin kommt, ey, ich krieg sofort ein Lächeln im Gesicht. Und dann noch dieser eine Junge, der versucht hat, das mit Uniklinik dazu. Das war für mich unvorstellbar. Kamelurin von Uniklinik empfohlen.
Melurin für Studien empfohlen hier. lecker Kamelpipi für euch alle. Das ist unfassbar. Und dann, wenn man ein bisschen weiter recherchiert, merkt man so, ey, warte mal, es gibt keine richtige Studie, die eindeutig beweist, dass Kamelurin gegen Krebs wirklich heilt. Keine einzige vernünftige Studie. Sie versuchen alles, um Mohammed als Propheten, sein Prophetentum zu bestätigen, ne? Aber als er gesagt hat, dass die, was die Ähnlichkeit des Kindes anbelangt, wer auch immer beim Sexualakt zuerst kommt, sowohl der Mann als auch die Frau, wer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Darüber wollen die nicht reden, ne? Ich tu dir einen Gefallen, Leon. Guck mal hier. Leon! Du bist echt. Ich tu dir auch nochmal einen Gefallen. Guck mal. So, bitteschön. Gott segne euch alle, ihr Lieben. Nimm den Islam nicht in deinen Mund. Okay, warum? Warum? Warum darf man über alles reden, aber über Islam nicht? Was sagst du zu der Sache in Schweden? Was ist denn dort passiert? Ein Anschlag oder was passiert? Du kannst den Kamelurin sogar online kaufen. Ja, da siehst du mal, wie fertig die Leute sind. Ne? Ich möchte mal, dass diese Dauerteams hier in Deutschland und Österreich und Schweiz das machen, was der Prophet ihnen empfohlen hat. Und dann sollen die sich so eine fette, heftige Dose aus Saudi-Arabien bestellen. Mit Kamelpipi dort drin. Und dann sollen die das vor unseren Augen aufmachen und einen richtig fetten Schluck davon trinken. Wie wär's? Das wäre doch gut. Das wäre doch richtig lecker, hä? Midrash, Mishle, Rav Huna nennt das auch. Die haben jetzt Jesaja 9,5 Zeit, auf diese Frage von Rabbi Igor einzugehen, ihr Feedback zu geben. Die dürfen anfangen. Gerne. Also, der Rambam, das ist einer der größten Rabbiner des Judentums. Wenn man ein Problem hat und sagt, Rambam hat gesagt, dann Rambam werden die Gegner still im Judentum. Rambam hat gesagt, das ist der Messias. Und zwar in Igeret HaTeiman, in diesem Brief, im jemenitischen Brief, eines seiner wichtigsten Werke, da sagt er das. Und es ist auch so, dass Midrash Mishlei, Rav Huna nennt das auch, das ist der Messias. Und Midrash Rabba Garim sagt das auch, das ist der Messias. Aber Igor hat recht, Rashi, er hat gesagt, das bezieht sich auf Hiskia, auf König Hiskia. Aber selber an einer anderen Stelle, kann ich auch angeben, da sagt er, nein, das geht gar nicht auf mit Hiskia. Und es gibt eine Stelle im babylonischen Talmud, da kann Sanhedrin, 99a, dort wird klar gemacht, dass das nicht Hiskia sein kann. Und auch nicht ein Kind aus der Zeit, denn es heißt hier, er wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und er wird kein Ende haben. Gerechtigkeit und Friede geben bis in Ewigkeit. Das ist der Messias. Es geht nicht auf. Seht ihr? Okay. Die Debatte war eigentlich schon vorbei. Wir sind jetzt bei Rabbi Igor Itkin bei der Fragenrunde fertig. Und wir wollen jetzt die drei Fragen an Herr Liebig stellen. Das sind mehrere Fragen an Herrn, die habe ich gefunden. Ich muss nur kurz überlegen. Warte, wir hören uns das gleich wieder weiter an. Ich komme sofort wieder.
Aber Dr. Sheikh Abu Amir muss viel Geld vom Staatsschutz bekommen. Damit er weiter hier seine Hetzologie starten kann. Das ist Sünde, was du machst. Was ist denn Sünde, was ich mache? Was ist das? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Ich möchte meine Geschichte erzählen, Amir. Ja, wie, hast du 1000 Abonnenten? Nee, du hast 838, du kannst nicht hoch. Erst wenn du 1000 Follower hast, dann klappt das. Das hat TikTok so eingestellt, schade. Ich wünschte auch, man könnte, also jeder könnte eine Anfrage schicken, dass man nicht diese 1000 Abonnenten braucht. Rabbi Igor Itkin. Igor. 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 Gibt es da nicht einen Namen, der irgendwie mal genannt wurde? Igor der Schreckliche oder sowas? Gibt es da irgendwie sowas? Ich meine da irgendwie was gekannt zu haben mit dem Namen. Igor der Schreckliche. Igor. Wir wissen deine Kunden, dass du Hetzprofessor bist. Das weiß ich nicht, aber viele haben mitbekommen, dass ich der heftigste Hetzologe bin. Deswegen muss ich ja weitermachen und den Leuten ja, vieles beibringen. Ne? Also wer bei mir studieren möchte, Hetzologie studieren möchte, der muss mir erstmal 36 Löwen schicken und so 97 Universen. Dann nehme ich ihn auf in meinem bei meinen Headstreet Boys. Und dann kann er Hetzologie vom Feinsten studieren. Mit Abo-Hetzerei. Abo-Hetzbacke. Ihr könnt dann richtig am nehmen. Gar kein Problem. Hallo, Amir. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Deine Familie auch, Amir. Dankeschön. Ich habe ein Riesenzeugnis, euch alle zu verkünden. Das ist keine Lüge. Ich bin eine Brasilianerin. Ich bin adoptiert worden damals. Mein Vater, der war in der evangelischen Kirche als Pastor. Und der hat mir auch soweit immer alles von Herr Jesus Christus auch erzählt. Und dann habe ich einen islamischen Mann kennengelernt. Mit dem war ich 16 Jahre dann zusammen. Hab dann den Islam angenommen und ich musste sagen, das war die Hölle meines Lebens. Ach. Ich so. Bin dunkelhäutig, muss ich dazu sagen. Und nach 3-monatiger Beziehung, wo ich konfrontiert wurde, wurde ich auch schon geschlagen, sehr schlecht behandelt, betrogen, belogen. Der hat mich nicht gehen lassen, der hat mich gestalkt, ich durfte mich nicht von ihm trennen. Ich war sein Eigentum. Nach einer sehr langen Zeit habe ich wieder mit christlichen Menschen nach Hilfe gesucht. Das hört sich so an, als wäre ich mit irgendeinem Großfamilienmitglied zusammen gewesen. Ne? Ja, also der hat wirklich nach dem islamischen Gesetz gelebt. Tut er heute noch. Ich habe mich von dem getrennt. Er hat mich jetzt genau vor einer Woche erpresst mit 50.000 Euro. Muss ich ihn geben, damit er mich in Ruhe lässt, weil ich mich von seiner Religion sowie auch von seinen Regeln mich entsandt habe. Wenn ich das nicht tue, ist mein Leben im Spiel. Nicht nur mein Leben, sondern die Menschen, die ich auch liebe. Das ist keine Lüge, ich kann das alles beweisen, das ist auch alles bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe den schlimmsten Glauben meines Lebens erleben müssen. Als ein Nicht-Muslima, als eine Brasilianerin. Ich bin zu den Islam gegangen und habe geglaubt, dass der Islam mir die Liebe geben würde, die mir gefehlt hat. Aber das ist nicht wahr.
Der wahre Herr Jesus Christus hat mir dann ein Zeichen gegeben, weil ich denn auf meine Knie gegangen bin, weil ich wusste von meinem Vater, wie man betet, wer der wahre Gott ist, und habe ihm gesagt, ich kann nicht mehr, nimm mich wieder zurück, gib mir ein Zeichen, ich möchte, dass es aufhört, ich möchte wissen, wer dieser Mensch ist. Gott ist mein Zeuge. Ein paar Tage später rief mich eine Frau an und sagte mir, dass dieser Mann mit ihm schon eine sehr lange Zeit eine Beziehung hat. Dass sie Kinder haben, dass sie verheiratet sind und dass ich eigentlich nur ein Spielzeug bin. Das habe ich von dem Islam gelernt. Ja, du weißt ja, dass es im Islam verschiedene Eheverträge gibt. Das habe ich ja letztes Mal hier vorgelesen. Da gibt es sowas wie Zawaj al-Nikah und hast du nicht gesehen, ne? Ja, und da komme ich jetzt dazu, dass man nur heiratet, um diese Gelüste zu befriedigen. Das wusste ich nicht, das hat mir kein Mensch gesagt. Initial gibt es auch und so. Ja, ich habe gedacht, ich habe eine heilige Ehe mit diesem Mann, bin ich eingegangen, weil wir sind auch muslimisch verheiratet gewesen. Ich bin dann zur Moschee gegangen und habe gesagt, ich möchte mich von ihm trennen, weil der mich stalkt, der tut mir nicht gut, der verletzt mich, der schlägt mich, der betrügt mich. Wie komme ich aus dieser Ehe raus? Dann hat der Imam mit einem Grinsen im Gesicht zu mir gesagt, das war eine Zeitehe. Sie haben keine Rechte. Sie haben keine Rechte über diesen Mann. Wahnsinn. Siehst du, wie gefährlich der Islam ist mit seinen komischen Heiratsanordnungen und so. Das ist ein ganzes System dahinter. Ne? Alles für den Mann, siehst du? Damit der Mann sich schön auf seine Gelüste konzentrieren kann. Wahnsinn. Ja, ne? Jetzt kommt das immer weiter raus. Ich bin eine Brasilianerin, ich bin sehr exotisch, wie gesagt, ich bin nicht dunkelhäutig, ich bin auch nicht hellhäutig, also ich bin, ne, also ich bin was Exotisches, und ich war einfach nur für ihn, auf gut Deutsch hat der Imam zu mir gesagt, eine Sexsklavin, ein Spielzeug war ich, ein Spielzeug, ein Eigentum, eine Sklavin. Ich habe keine Rechte, 16 Jahre meines Lebens. Ja, da siehst du mal, was der Islam dir angetan hat, ne? Was für eine. Aber der Herr Jesus Christus, mein Zeugnis ist daraus einfach, ich habe zu Herr Jesus Christus nach ein Zeichen gebeten und diese Frau hat mich angerufen, weil sonst wäre ich immer noch an Ehre am Laufen. Danach habe ich mein Knie wieder gebeugt und bin zu meinem Herr wieder zurückgekehrt. Alles andere ist in unsere Herr Jesus Christus Hand. Wir wissen, der ist gerecht. Der liebt uns alle. Jeder, der seine Sünde hat, soll zu ihm gehen. Der wird es vergeben, aber das muss von ganzem Herzen sein. Man muss die Fehler einsehen, was man getan hat. Meine schlimmste Fehler war, ich habe mich von den Satan leiten lassen und mich von den wahren Religionen wegziehen lassen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Das ist Verraten an unseren Herr Jesus Christus, habe ich begangen. Was ist eine schlimmste Sünde? Ja, der Herr dich auf jeden Fall ja weiterhin behüten und beschützen. Ne? Das ist keine leichte Sache. Ja. Ich hoffe, dass ich meine Vergebung bekomme, ne? Dass er mir vergibt. Das ist für mich das Wichtigste gerade. Natürlich, du hast als Gleichnis ja vom verlorenen Sohn. Ja. Du musst ja mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn mal durchlesen, ne? Als der verlorene Sohn weggegangen ist vom Vater, aber der Vater sich wieder gefreut hat, als der Sohn wieder kam und das beste Essen zubereitet hat und sich unfassbar gefreut hat. Und so ist ja Gott. Gott liebt uns ja so sehr, dass er, falls wir irgendwie in komische Wege kommen, wir immer wieder zurückkommen, also zurückkehren können zu ihm. Ne? Ja, ist so. Und deswegen, Leute, dieser Islam ist keine wahre Religion. Das ist alles von Menschenhand gemacht und einen zu manipulieren, zu benutzen, uns für Dinge zu benutzen, für das, was sie brauchen. Das ist keine wahre Religion. Der Herr Jesus Christus erwartet nichts davon, was der Islam von euch erwartet. Nichts. Gar nicht. Das weiß ich. Ich habe beide Seiten jetzt erlebt und gelebt.
Ihr läuft alle irre. Ihr läuft alle irre. Hört euch das an, was Amir euch erzählt. Das ist die Wahrheit. Das ist keine Lüge. Das ist nichts Erfundenes. Ich habe das alles, was da drin steht, von einem einzigen Menschen erfahren, der wirklich danach lebt, hier in Deutschland, mitten in Deutschland. Wenn ich den 50.000 Euro nicht gebe, ist mein Leben in Gefahr, nicht nur meins, sondern von meinen Liebsten, von meiner Familie, mein Bruder, meine Schwester. Dabei hat er auch einen Bruder und eine Schwester. Warum muss ich Angst haben um das Leben von meiner Geschwister und meiner Familie? Wegen einer Religion, die gar nicht wahr ist und nicht existiert? Nur weil ein Mensch das irgendwo da reingepresst hat in ein Buch, für seine Vorteile? Wach auf, liest eure Koran. Liest das doch richtig durch. Ihr seid doch intelligente Menschen. Gott hat uns nicht blöd erschaffen. Gott hat uns als richtige, gute, intelligente Wesen erschaffen. Sein ist gleich fast. Keiner ist über ihn, aber der ist der wahre Gott. Ihr läuft irre. Ich habe beide Seiten erlebt. Und ich habe von dem Islam leider nichts in Positives erleben dürfen. Wer wirklich nach dem Islam lebt, ihr lebt hier in Deutschland nicht nach dem Islam, aber dieser Mann hat den Islam und den Koran so angenommen, wie das da drin steht. Und ich habe das gespürt als Frau. Und das war nicht schön. Das war nicht schön. Bis heute trachtet er nach mir, obwohl ich einen anderen Weg gegangen bin. Der will sein Geld haben, sonst ist meine Familie in Gefahr. Und jetzt stell dir mal vor, meine Liebe, du hast das hier in Deutschland in Freiheit erfahren. Was auf die Muslime zukommt, wenn zum Beispiel eines Tages die Scharia herrscht. Denen ist das ja gar nicht bewusst. Die denken so, der Islam bringt den Frauen ihre Rechte und zurück. Glaub mir, meine liebe Muslime, sobald das System verändert wird und die Scharia herrscht, die werden euch zeigen, was Islam bedeutet. Ihr Frauen werdet Einhalt geboten bekommen. Und sobald ihr euren Mund aufmacht gegen euren Ehemann, ihr werdet so weggeprügelt von eurem Ehemann. Und dann will ich sehen, ob eine Muslima sich im Gericht ihr Recht holen wird. Nicht eine Muslima wird Recht bekommen, wenn ein Kalifat gegründet wird und unter der Scharia gerichtet wird. Nicht eine einzige Muslima, die blaue Flecken oder grüne Flecken an ihrem Körper hat, durch die Misshandlungen ihres eigenen Mannes, wird jemals Recht bekommen. Der wird zu dem prügelnden Ehemann wieder zurückgeschickt und sagt, hör auf, deinen Ehemann Unehre zu machen. Zurück zu ihm. So sieht's aus. Noch ist das alles so unterschwellig. Aber die sind schon dabei, Amir. Die sind schon dabei. Es gibt schon einzelne Männer, die genau so danach leben. Genau so wie in den Koran nachleben. Natürlich. Die haben ihre Sexsklavinnen, so wie ich. Die haben ihre Frauen und die haben noch verschiedene andere Frauen neben sich. Das ist für die ganz normal. Das machen die heute schon. Und wer du willst gehen, du kriegst Sprügel ohne Ende für nichts. Was du darfst noch nicht mal rausgehen. Ich durfte noch nicht mal rausgehen. Meine Familie war für mich tabu, weil das sind Ungläubige gewesen. Weil das sind Christen gewesen. Mein Vater ist ein Pastor. Ich durfte meine Familie nicht mehr sehen. Und jetzt droht er mich mit meinen Liebsten. Versteht ihr, worum es hier geht? Ich konnte nicht mehr weg. Ich bin noch nicht mal als Muslima geboren. Ich bin eine Sexsklavin von diesem Mensch gewesen. Das ist unterschwellig, ist es schon am Gange. Das gibt schon sehr viele, die das machen. Und das wird auch nicht lange dauern, bis das wirklich Überhand hier nimmt. Ein Mann in Deutschland, in der Freiheit, sagt zu mir, 50.000 Euro oder ich mache deine Familie und dich tot. Das ist schon da, das ist nicht mehr zu weggucken, das gibt's. Ihr seht das noch nicht alle, ihr betet euren Koran, Allah ist der Größte, der Mohammed war so sauber. Ein Mann, mein Jesus, hat keiner getötet. Mein Jesus hat keiner getötet oder geköpft. Ja? Mein Jesus ist mit Sünde hierhin, ohne Sünde gekommen und gegangen. Euer Mohammed hat Dinge getan, was wir Menschen noch machen, sogar noch schlimmer, was viele Menschen gar nicht tun würden. Wacht doch mal auf! Wach auf! Ein sauberer Mensch macht sowas nicht, was Mohammed tut. Ein kleines Mädchen praktisch zu missbrauchen. Wach auf, Leute, wach auf. Lies euren Koran mal richtig. Ja, die Euro-Muslime, das Problem ist, die Euro-Muslime wollen nicht verstehen.
dass der Islam auch für sie gefährlich werden wird. Ne? Das ist das Problem, was wir haben. Die Muslime denken, wenn wir darüber sprechen, dass wir den Islam so schlecht machen wollen, obwohl wir die Schriften nur zeigen und sagen, dass das wird eines Tages so kommen, ob du willst oder nicht. Ja. Und dann wird es dir an den Kragen gehen, verstehst du? Weil die mit ihren Schriften die sich nicht beschäftigen. Ich sei als Brasilianerin, für die als Kafir, kenne mich besser aus mit deren Koran als die selbst. Weil ich habe nicht nur den Koran gelesen oder die Bibel, ich habe den Koran erlebt, leibhaftig. Leibhaftig mit meinem Körper habe ich das erlebt. Weil dieser Mann hat danach gelebt, zu 100%. Okay? Und das ist kein schönes Leben. Das ist keine, Frieden sei mit euch und wir sind eine friedliche muslimische, wir sind muslimisch friedlich. Nein, ihr seid nicht friedlich. Das hat nichts mit Gott zu tun, was da abgeht. Gar nichts. Das ist Unterdrückung, das ist Erpressung, das ist Morddrohungen, das ist, die ganze Familie ist im Schrecken bei mir hier. Die haben alle Angst. Hier in freien Deutschland haben meine Familie Angst. Wir sind nur noch bei der Staatsanwaltschaft, damit wir Ruhe haben. Unfassbar. Ich wurde verfolgt von seinen komischen Abis, ne? Von seinen Brüdern, muslimische Brüder. Die haben mir Angst gemacht. Ich bin fast 4-3 Mal auf der Autobahn gestorben, weil die mich verfolgt haben, weil die wollten wissen, wer ist meine Familie, wo bin ich, was mache ich, damit die mich zerstören können, weil ich das nicht mehr wollte. Das ist friedliches Islam oder was? Das ist Islam? Eine Nicht-Muslima wie ich durfte eure Religion kennenlernen. Bin ich herzlich willkommen gekommen? Nein. Der hat mich zerstört als Moslem. Der saubere Moslem, der ein Vorbild hat wie der Mohammed. Genau danach geht er ja auch. Also was ist da bitte ein Vorbild? Was ist da bitte ein Vorbild? Was hat mein Herr Jesus für euch getan? Der ist gestorben, mit sauber, und hat keiner gesagt, tötet irgendjemand. Oder das ist das bei uns die größte Sünde, überhaupt solche Dinge zu tun, was in Islam vorgeht. Das ist bei uns die größte Sünde, was da abgeht, ist das Schlimmste, was bei uns im Christentum machen kannst. Das ist unser einzige Gesetz. Das, was ihr als Gesetz nehmt, das Gegenteil ist bei uns das Wahre, was wir nicht tun dürfen. Meine Liebe, ich muss mal ganz kurz was machen. Ich hole dich gleich wieder rein. Schick noch mal eine Anfrage. Ja, ich verstehe deine Wut. Ne? Schick gleich noch mal eine Anfrage. Ich hole dich dann wieder rein. Ja, Amir, danke. Alles klar. Sure. Unvorstellbares Martyrium. Und sie ist nicht alleine. Was? Das ist nur eine Geschichte, die sie jetzt gerade. Also sie erzählt das jetzt. Andere trauen sich das noch nicht mal so zu erzählen, ne, was ihnen widerfahren ist. Weil sie so große Angst haben.
Schrecklich, schrecklich. Oh Gott. Jesus Christus. Mein Herr, mein Gott. Unglaublich. Wo ist die gute Dame hin? Assalamu alaikum. Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Deine auch, inshallah. Schau, ich will gar nicht diskutieren oder etwas. Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen, wenn das okay ist für dich. Ja, wenn du nicht diskutieren willst und nur Fragen stellen willst. Aber okay, mach mal. Auf jeden Fall, du sagst ja, dass der Islam und du bist ja Christ, oder? Christ geworden, ja. Christ geworden, ja, genau. Auf jeden Fall, du sagst ja, dass es zwei verschiedene Götter sind, sagen wir es mal so, oder? Nicht ich sag das, der Gott der Bibel sagt das und der Gott des Islams sagt das. Aber es ist ja klar, dass es einen einzigen Gott gibt, oder nicht? Es ist klar, nein, es ist klar, dass es einen Schöpfer gibt. Aber die Menschen machen sich sehr viele verschiedene Gottesbilder, verstehst du? Genau, aber zum Beispiel jetzt ein Kreuz, okay? Du weißt ja, du kennst ja die Geschichte von Jesus. Und wieso trägt man zum Beispiel ein Kreuz, wenn das eigentlich ja, soll man sagen, er wurde ja darauf getötet, er wurde umgebracht. Der große Prophet, Dankeschön, der allergrößte Prophet bei uns im Islam, beziehungsweise der Messias, ist er Jesus, ist er, weißt du, weil ich finde es gut. Der größte Prophet des Islams ist Mohammed bei euch. Er ist Habibullah, der Liebling Allahs, der Siegel der Propheten. Aber der Messias ist, zum Beispiel, du weißt ja, der Dajjal wird kommen am letzten Tag und dann wird ihn ja nicht Mohammed bekämpfen können, sondern es wird Isa, Jesus, kommen. Bei uns ist Jesus ja auch ein sehr, sehr wichtiger Prophet im Islam. Da siehst du, da haben wir ja schon das Problem. Der Herr Jesus sagt in der Bibel, er ist der ewige Sohn Gottes. Und dieser Isa sagt einfach nur, ich habe niemals behauptet, dein Sohn zu sein, Allah, und. Vergiss ja die Stellen. Genau, aber der Unterschied ist ja, die Muslime akzeptieren ja den Christentum und alles. Es geht das darum, stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch nicht. Ich als Muslim, Alhamdulillah, ich bin ja konvertierter Muslim. Du als Individuum akzeptierst andere Religionen, aber deine Religion lehrt etwas anderes. Du musst differenzieren zwischen die Lehre des Islams und du als Einzelperson, die gerade für sich selber seine Meinung äußert. Verstehst du? Genau, mir geht es ja darum, du glaubst an Gott. Solange du nicht an den Schlechten glaubst oder sonst irgendwas, an den Teufel, ist es ja für mich egal. Hauptsache, ja, aber laut Islam begehe ich ja Schirk. Ich sage, dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Und Allah sagt in Sure 9, Vers 30, ich habe keinen Gott. Verflucht seien alle, die sagen, dass ich einen Sohn habe. Er hat ja keinen Sohn. Jesus ist das lebende Wort. Siehst du, da haben wir das Problem. Und da siehst du, was für eine Diskrepanz jetzt entsteht? Das Ding ist ja, wie gesagt... Wir kommen also nicht auf einen Nenner. Wir müssen also herausfinden, wer ist dieser Allah? Wer ist Mohammed? Ist er überhaupt ein Prophet gewesen? Und du wirst Schock bekommen, wenn du sein Leben durchgehst und siehst, was er alles in seinem Leben getan hat und was sein Gott ihm befohlen hat. Nicht nur, weil er das aus eigenen Gelüsten gemacht hat, sondern was sein Gott gesagt hat, geh und mach, Mohammed. Ja, aber du musst auch verstehen, Jesus war ja schon seit dem Tag seiner Geburt ein Prophet, ein Heiliger. Aber Mohammed war ja erst mit 40 Jahren ein Prophet. Ja, und das hat doch nichts damit zu tun, dass Mohammed auf einmal diese komischen Sachen von seinem Gott befohlen bekommt. Warum hat denn zum Beispiel Allah nicht Jesus solche Sachen befohlen? Warum hat denn niemals einer Fliege etwas zuleide getan? Zum Beispiel. Warum war er der Einzige, der ohne Sünde war? Ja, aber was hat Mohammed gemacht? Mohammed hat zum Beispiel
die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt, obwohl der Herr Jesus Christus gesagt hat, wer auch nur mit einem lüsternen Blick eine Ehe, eine Frau anguckt, die verheiratet ist, der hat in seinem Herzen Ehebruch begangen. Und Allah sagt auf einmal zu Mohammed, geh und nimm diese Frau zu deiner Frau. Warum verbietest du dir etwas, was ich dir geboten habe? Muss dir mal vorstellen, wenn wir beide jetzt Freunde sind und du bist verheiratet, ich komme zu dir und du bist auf einmal nicht zu Hause. Ich sehe deine Frau leicht bekleidet und gucke sie an und begehre sie in meinem Herzen. Und dann sage ich, oh Allah, danke schön. Danke Gott, dass du mein Herz für sie ausflippen lässt. Was würdest du von mir denken? Aber das war okay. Natürlich, so wie du es jetzt erklärst, natürlich jeder würde genauso denken wie du. Aber... Ja, aber so erklärst du doch der Tafsir. Schau, es geht mir darum... Also siehst du, du hast ein Problem damit, du möchtest ablenken, merkst du? Du möchtest dich nicht auf das Thema fokussieren. Weil das für dich unvorstellbar ist, dass jemand zu dir nach Hause kommt, dein Bruder, dein Cousin oder was auch immer, ein Familienmitglied, der dich liebt, der würde doch nicht deine Frau ausspannen. Du siehst doch, wie die Muslime Problem haben, dass man überhaupt ihre Frauen so die Hand gibt. Ja genau, weil es ja deine Frau ist. Siehst du, also die Frau im Islam ist etwas Heiliges sozusagen, genau, was kein Mann gerne mit irgendjemand anderes teilt. Und dann siehst du auf einmal, dass Mohammed zu Said, seinem Adoptivsohn, nach Hause kommt, die Zeynep, seine Frau, leicht bekleidet sieht, auf einmal sein Herz für diese Frau ausflippt und sagt, oh danke Allah, dass du mein Herz für sie ausflippen lässt. Und dann musste Said sich scheiden lassen, damit Mohammed sie in Ruhe heiraten darf. Und dann hat er auf einmal den Vers, weil die Leute sich aufgeregt haben, bekommt er auf einmal den Vers in Sure 33, Vers 38 und 39, dass die Adoption auf einmal aufgehoben wurde, weil die Leute fassungslos waren. Da haben die getuschelt, haben die gesagt, guck mal, der heiratet, der spannt die Frau von seinem Adoptivsohn aus und dann hat er die Adoption verboten. Eine gute Sache. Hat er gesagt, nein, aber dürfen wir nicht mehr adoptieren. Du hast doch gerade ihm gesagt, sie musste sich scheiden, damit Mohammed sie in Ruhe heiraten kann. Ja. Ja. Ausspannen bedeutet für mich, wenn beispielsweise jetzt du bist mein bester Freund und du hast eine Frau und ich nehme die Frau von dir weg, während du mit dir zusammen bist. Das ist für mich ausspannend. Ja. Die war, während sie mit ihm zusammen hat, sie ausgespannt. Er hat sich scheiden lassen und dann hat Mohammed sie geheiratet. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mensch? Er hat doch schon hunderte von Frauen und Sexsklavinnen. Da will er deine Frau auch noch haben. Er hatte wie bitte? Ich habe das nicht so gut verstanden, dein Internet ist nicht so gut. Er hat doch schon regulär nach At-Tabari, wenn wir Imam At-Tabari sein Tafsir lesen, hat er doch schon über 13 reguläre Frauen. 13 Frauen hatte Mohammed. Und dann steht auf einmal in Sure 33, Vers 50, O Prophet, wir haben dir erlaubt, mit so vielen Frauen zu heiraten, vorausgesetzt, dass du sie haben willst. Also da kamen Frauen wie verrückt und haben sich Mohammed als Dings angeboten, so zum, ne, du weißt schon was. Ja, genau. Aber du musst ja verstehen. Du musst dir mal vorstellen, dass er sich fertig macht, damit er seine Gelüste nachgeht. Eindeutig lesen wir das. Es geht ja darum, du darfst im Islam so viele Frauen haben, wie du sie, wie soll man sagen, beherrschen kannst. Verstehst du, wie ich meine? Das stimmt doch gar nicht. Man darf so regulär nach Sure 4, Vers 4 bis zu 4 Frauen heiraten. Was darüber hinaus deine Rechte angesetzt. So viele darfst du haben, wie du willst. Du musst klar und deutlich dich ausdrücken. Ja, aber du musst ja auch denken, wenn die erste Frau es dir erlaubt, die allererste, die du heiratest, dann darfst du auch mehrere Frauen haben. Wenn die erste Frau es dir nicht erlaubt, seit wann braucht man die Erlaubnis einer Frau, um eine zweite Frau zu heiraten? Das ist doch Quatsch. Allahs Wort steht doch über der Frau. Nee, bitte nochmal. Dein Internet ist wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn das etwas Gutes wäre, mein Lieber, wenn das etwas Gutes wäre, würde ja keine Frau damit ein Problem haben. Aber die Frauen haben ein Riesenproblem. Sie möchten auch nicht ihren Mann gerne teilen. Wenn die erste Frau ist übereinstimmt, wenn die erste Frau damit einverstanden ist, dass mehrere Frauen haben darf. Die mehr Ehe auch noch so verpreisen und so. Hat Gott erlaubt. Dann kommt da ein Mann seine Frau und hängt ihr an und sie beide werden ein Fleisch. Nicht ein Mann verlässt seine Mutter und Vater und hängt 4 Frauen an und sie alle werden ein Fleisch. Was soll das, Mann? Okay, egal. Ich kann dich da in diesem Fall nicht verstehen. Egal, ich will dich noch was fragen. Und zwar geht es darum, du hast mir erklärt, dass du ja, wieso bist du eigentlich zum Christen gekonvertiert? Was war sozusagen
einen Punkt dafür. Du brauchst einen Punkt, wieso du kommentieren wolltest. Bitte was? Du hast ja einen Grund gebraucht, um zu kommentieren, also vom Islam zum Christentum. Was war dieser Grund? Also welchen Grund hattest du? Ich brauchte nicht einen Grund, sondern ich bin auf die Suche nach Gott gegangen. Ich habe mich hingesetzt und habe mir Zeit genommen für meine Ewigkeit, was ich auch jedem empfehle. Nicht einfach blind irgendwas zu glauben, sondern zu recherchieren. Das kann doch nicht sein, wenn ich zu dir sage, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Würdest du nicht auf die Gedanken kommen und sagen, ja Amir, warte, ich prüfe mal, ob das überhaupt die Wahrheit ist? Oder soll ich einfach blind glauben? Das würde ja jeder machen, ist ja normal. Also, siehst du, und ich habe mir die Zeit genommen und wollte herausfinden, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und was ich herausgefunden habe, teile ich ja mit allen. Weißt du, was ich auf YouTube mache, ne? Ja, hat man ja alles gesehen, habe ich auch alles gesehen. Siehst du? Du siehst also, dass ich sehr, sehr viel herausgefunden habe und das mit allen teile und sehr viele Muslime schockiert sind darüber, weil sie selber nicht das Ganze thematisiert bekommen von ihren Gelehrten. Weil es gibt gewisse Themen, die sollte man lieber unter Schloss und Riegel halten. Aber nein, ich öffne diesen Schloss und Riegel und präsentiere alles. Unsere Leute, die Imame und Schiuchs weiß machen wollen, verstehst du? Mann, dieses Internet. Amir, du hängst sehr, sehr, sehr. Ich verstehe kein Wort. Nochmal bitte. Was? Dein Internet ist sehr, sehr schlecht, da du im Auto bist. Ich habe gesagt, die Muslime sehen ja anhand meiner Beweise, die ich bringe in YouTube und überall, damit sie ihre geistliche Freiheit ja wiederbekommen und selber für sich nachdenken, was das eigentlich für eine Religion ist. Ja, aber du musst dir ja vorstellen, du hast ja den Koran gelesen, oder? Ja, natürlich habe ich den Koran gelesen. Und die Bibel hast du auch gelesen, das finde ich ja gut. Also, dass du dich über beide Religionen informiert hast, ist ja auch sehr, sehr gut, da hast du ja auch deine eigene Meinung zu. Wie gesagt, mir ging es darum, ich habe halt gehört von vielen YouTubern, jetzt sagen wir zum Beispiel ABK oder andere halt, sagen wir es mal so. Aber Hauptsache ABK, sagen wir es mal so. Mir geht's darum, wenn ich seinen Namen höre, muss ich sofort anfangen zu lächeln. Abdelhalim Belaoui, Belaoui. Nein. Ich würde den gerne mal sehen, den ABK. Ich würde den dann direkt auf mein Motorrad drauf tun und dann würde ich mit den 300 auf Autobahn fahren. Abdelhalim Belaoui, Belaoui. Allahs best kenneck. Ja, was würde ich sagen? Mir geht es darum, schau, ich bin ja konvertierter Moslem. Ich bin nicht geborener Moslem, ich war davor orthodox. Ach so, du hast sozusagen den Herrn Jesus Christus verlassen für eine Religion, in der Gott dir Frau mit schwellenden Busen verspricht. Nein, also schau, das Ding ist ja, das, was du gerade erzählst, an das glauben Salafisten, Wahhabiten. Ah, Sure 78, Vers 33 ist Salafisten. Ja, natürlich, klar. Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Ein Salafist denkt sich jetzt zum Beispiel... Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Ein Salafist hofft jetzt darauf, er hofft jetzt darauf, sich einfach in die Luft zu springen zum Beispiel und jetzt in das Paradies zu gehen und da das dort 72 Jungfrauen zu haben, sagen wir so. Ja, aber es geht doch darum, dass Gott dir so verspricht, auch ohne, dass du dich in die Luft jagst. Nochmal? Was hast du da getan? Warum hast du etwas getan, was du eigentlich bereuen solltest und sagen, Herr, warum habe ich das überhaupt getan? Warum habe ich habe dich verlassen, deine Liebe verlassen für eine Religion, die mir überhaupt gar keine Vergebung meiner Schuld anbietet? Herr, du hast dein Leben für mich gelassen und ich bin auf einmal in eine Religion eingetreten, wo ich auf einmal mein Leben lassen muss, um Vergebung meiner Schuld zu erlangen. Aber du hast doch dasselbe gemacht. Ich bin in eine andere Religion, ich bin zu einer anderen Religion. Ich bin nicht in eine Religion konvertiert, mein Lieber. Doch, du warst ja ich habe nach Gott gesucht und Gott hat sich mir geoffenbart. Das ist der himmelweite Unterschied zwischen uns beiden. Du bist einfach in eine Religion eingetaucht oder eingetreten, die auf einmal so modern erscheint. Oh, es ist heute was Schönes, zum Islam zu konvertieren. Ist es nicht, nein, es ist überhaupt nichts Schönes, zum Islam zu konvertieren. Für mich geht es darum, wenn du an Gott glaubst, ich werde schon langsam,
Solange du an Gott glaubst, finde ich es ja gut und alles schön und gut. Aber dann solltest du nicht über etwas reden, was nicht ganz genau so stimmt, verstehst du? Ja, okay, stimmt das denn mit den Jungfrauen? Bekommst du, wenn du in Himmelreich von deinem Gott reinkommst, Jungfrauen, die mit üppigen, schwellenden Busen da auf dich am Warten sind? Was meinst du, ob ich darauf hoffe, meinst du? Also hat dein Gott dir versprochen im Himmelreich, dieser heilige Ort, dass dann so Hudel-Ein dort auf dich warten mit so riesen fetten Busen und du wirst dann beschäftigt sein, ihre Jungfernhäutchen zu zerfetzen? Mir ist das ehrlich gesagt so egal. Ich glaube an Allah, an seine Gesandten. Warum ist dir das egal? Merkst du, was du für ein Problem hast? Nur dieses eine Thema mit dem Paradies haben die meisten ein Problem. Weißt du, woher diese Paradiesvorstellung überhaupt kommt? Von uns Persern, von den alten Persern hat Mohammed das übernommen. Merkst du? Du bist also Perser, also warst du doch davor. Ja. Wie gesagt, ich habe gar nicht mit dir viel zu diskutieren, da wir beide sehr verschiedene Meinungen sind. Auf einmal hast du nicht viel mit mir zu diskutieren, weil es für dich natürlich schwerfällt, an sowas zu glauben, dass der heilige Gott seinen Ort wie ein Bordell für dich macht. Unfassbar. Das glaubst vielleicht du, ist halt einfach so nach dir, jeder hat seine Meinung. Ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, ich glaube an ihn und nicht am Busen, wie du sagst. Was hat dich denn überzeugt am Islam? Fragen wir mal anders, was hat dich denn überzeugt am Islam? Was mich dazu gebracht hat zu kommentieren? Ja genau, was war der ausschlaggebende Punkt? Bei mir war das die Kreuzigung und Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Bei mir war es halt so, das hat angefangen vor 3,5 Jahren so ungefähr, sagen wir es mal so. Ich habe angefangen mir so Videos über den Islam anzuschauen. Ich war aber wie gesagt orthodox, habe ich da auch erzählt. Mich hat es zum Beispiel gestört, was ich auch vorhin gesagt habe, mit dem Kreuz. Jesus wurde ja gekreuzigt und das trägt man dann sozusagen als das Zeichen Gottes, verstehst du? Oder und Beispiel, das hat dich dann dazu bewegt, in den Islam zu konvertieren oder was? Nein, sondern es gab halt Dinge, die mich gestört haben, beziehungsweise die ich nicht so gut verstanden habe. Merkst du? Du hast also etwas nicht verstanden? Und konntest niemanden finden, der dir das beantwortet, und dann bist du einfach in den Islam gekommen. Ich habe ja nachgefragt und alles. Und jeder hat. Bei wem hast du nachgefragt? Bei wem? Bei uns gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, heißt Bob. Ist ja sowas wie im Islam, wenn du sagst, ein Imam, ein Hodja. Also du bist zu einem orthodoxen Priester gegangen. Sagen wir es mal so, ja, genau. Und ich sage ja wieder so, ich habe halt vieles nicht verstanden und mich hat doch vieles so gewundert. Ich habe mir auch den Islam angeschaut. Ich bin ja nicht von heute auf morgen, habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, komm, ich kommentiere. Weil es ist ja eine komplette andere, wie soll man sagen, Religion. Du steigst in ein neues Leben ein, sozusagen, mit anderen Regeln und alles drum und dran. Und ich habe mich natürlich informiert über den Islam und habe mir gedacht, okay, da stehen auch Dinge drin, die auch zum Beispiel auch Sinn ergeben. Zum Beispiel, es gibt Fotos von Jesus, oder? Wie was gibt es? Dargestellt? Statuen, Fotos von Jesus, oder? Ja, es gibt Leute, die machen Abbilder, was natürlich ja, ich absolut ja Perser, nicht mag. Oder? Bitte? Du bist ja Perser, oder? Schau mal, ich verstehe dich nicht. Du bist ja Perser. Ja. Ja. Okay, wie wird Jesus dargestellt? Braune, helle Haare, blaue Augen, hellhäutig. Ja, also wie so ein Mitteleuropäer, ja. Erzähl ja weiter. Ja. Was ja müssen wissen, da? Er ist ja aus Nazareth. Zum Beispiel Jesus heißt ja nicht Jesus Christus, sondern Jesus von Nazareth. Und Jesus konnte zum Beispiel gar nicht weiß sein, da es in dieser Zeit keine richtigen Hellhäutigen gab, überhaupt in Nazareth und alles. Er musste ja dunkelhäutig sein, zum Beispiel eine Sache. Oder andere Sache ist, wieso hat man noch nie einen anderen Propheten gesehen, außer Jesus? Man hat keinen anderen Propheten... Was war dein Beweggrund, warum du den Islam angenommen hast? Du kannst doch nicht sagen, durch irgendwelche Religion, Bilder, oder habe ich mit Priester geredet, du musst doch mal Klartext sprechen. Ich habe meine eigene Religion, die ich davor hatte, den Orthodox. Also ich war ja orthodox. Ich habe es nicht richtig unterstützen können, da es für mich nicht wirklich viel Sinn ergeben hat. Zum Beispiel, Slavio, wie sage ich das jetzt? Heilige Tage, okay? Man sitzt an einem Tisch, man nimmt Gott in den Mund und nebenbei trinkt man zum Beispiel Alkohol. Wie kann man zum Beispiel eine Sünde machen und gleichzeitig Gottes Namen in den Mund nehmen? Also in einem gleichzeitig. Wer macht sowas? Bei uns Orthodoxen gab es das halt. Das nennt man Slave.
Ja, okay, aber hat der Herr Jesus Christus gesagt, du sollst sowas machen? Das musst du, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Du kannst doch nicht an einem Menschen den Glauben bemessen. Du musst an dem Glaubensgründer den Glauben bemessen, oder? Ja, genau. Ja, warum machst du das genau andersrum? Weil es ja nicht wie so, oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nein, ich finde es halt lustig, weil ich dir das nicht erklären kann. Mein Beweggrund war halt das, dass ich... Du hast einfach aus irgendwelchen komischen Beweggründen den Islam angenommen. Nein, ich habe meine Religion einfach nicht verstanden. Aha, weil du etwas nicht verstehst, kann es doch nicht sein, dass du auf einmal in irgendeine andere Religion eintauchst. So musst du dich doch weiter auf die Suche begeben, Nachforschung anzustellen. Wir leben im Zeitalter des Internets. Da brauchst du nicht mal mehr einen Priester. Du kannst einfach selber nachforschen. Ja, aber was ist besser, dass man das heilige Buch liest, was von Gott, der selber geschrieben wurde, beziehungsweise von Gottes Gesandten geschrieben wurde, oder dass ich im Internet nachgoogle und mir irgendein Jobber dahin schreibt, was richtig und was falsch ist. Ja, dann lese ich lieber die Bibel oder den Koran, oder nicht? Ja, okay, aber du hast ja überhaupt gar keine Antworten auch von den sogenannten Leuten bekommen. Also hättest du dir doch die Antworten sozusagen suchen sollen oder mit anderen Christen reden können und alles mögliche, oder? Warum hast du das denn nicht gemacht? Recht, da hast du vollkommen recht, da stimme ich dir zu. Siehst du? Deswegen sage ich dir, geh nochmal in dich hinein. Frag dich einmal selber, ob das diese Religion ist von Gott überhaupt. Und dann gehst du die ganzen Punkte durch, was überhaupt der Allah von dir verlangt. Verstehst du? Weil wenn ich so jetzt dich betrachte, denke ich nicht mal, dass du ein richtiger Muslim dann bist. Es geht nicht darum, sondern schau zum Beispiel, ich bin ja nicht lange konvertiert. Ich bin jetzt 2,5 Jahre so ungefähr konvertiert jetzt. Ungefähr jetzt, ja. Bald sind es 2,5 Jahre, genau. Ich habe mich davon natürlich informiert. Ich habe auch viel gelesen. Aber ich kenne ja natürlich noch nicht alles, da ich, wie gesagt, kein geborener Muslim bin und sehr klein auf die Religion gelernt habe, sondern erst konvertiert bin. Und es geht darum, zum Beispiel jetzt, wie du sagst, ich hätte mich ja informieren können mit anderen, beispielsweise Christen. Ja, genau, deine Geschwister, deine orthodoxen Geschwister, hättest du nachfragen können, was hat das auf sich, was hat dies, aber ja, das ist das Problem, ne? Das ist das Problem, dass du einfach aus einer dummen Sache irgendwie dann den Islam angenommen hast, ne? Ja, ich verstehe dich, du willst mir helfen auf eine Art und Weise, finde ich auch sehr, sehr nett von dir und alles. Aber ich fühle mich, wie gesagt, wohl in meiner Religion, du fühlst dich in deiner Religion wohl. Solange du an Gott glaubst, finde ich alles okay, finde ich alles schön und gut. Aber ich würde dich bitten, nicht mehr das so darzustellen, wie du es darstellst. Zum Beispiel, Gott verspricht dir ein Paradies mit Busen. Ja, aber das steht doch in Sura 78, Vers 33. Soll ich den Koran nicht? Hast du ein Problem mit dem Koran? Ja, auf die Hadithen, wenn im Koran nicht stehen würde, pack dein neugeborenes Kind und wirf es gegen die Wand. Kann es ja vieles bedeuten. Deswegen gibt es ja die Hadithen, die Erklärungen davon. Ja, die Hadithen sind ja noch schlimmer. Da sagt der Mohammed, dass wir 70 Jahre Dauerorgasmen bekommen. Wie gesagt. Was hast du getan, Mann? Kann nicht wahr sein. 70 Jahre lang Dauerorgasmen. Da schmeißt er die Liebe des Herrn Jesus Christus weg für 70 Jahre Dauerorgasmen. Unglaublich.
schönes Ja, Amir, da bin ich wieder. Ja. Ein bisschen entspannter, nicht mehr so aufgeregt. Ja, natürlich, bei so einem Thema, das wühlt ja einen übelst auf, ne? Ja, natürlich, und das ist immer traurig. Ich habe ja auch den kleinen jungen Mann da jetzt anhören können. Das war auch meine... Was meinst du, wie es den anderen Frauen ergeht? Nicht besser. Natürlich sie, nicht du besser. Du musst dir mal vorstellen, was für ein Martyrium sie durchmachen müssen im Islam. Das ist so Wahnsinn. Das ist so. Und das Schlimmste ist ja auch, dass auch die Frauen nicht unter sich sowas reden dürfen. Ne? Wir dürfen ja uns nicht miteinander darüber austeilen, also erzählen, was uns da passiert. Ne? Das ist ja bei dem Islam verboten, dass wir als Frau überhaupt sagen können, dass unser Mann sowas mit uns machen, uns schlägt, uns betrügt, uns belügt. Das darfst du ja nicht preisgeben. Ne? Das ist eine private Sache. Was willst du denn von einem Vorbild verlangen, wo ein Mann, es gibt ja die Geschichte, wo ein Mann seine Frau aufgrund von Impotenz grün und blau schlägt und sie dann ihre Kleidung abnimmt und ich ja diese Frau anguckt und sagt, schau dir nur ihre Haut an, ihre Haut ist grüner als ihre Klamotten von der Träge, ne? Und ja, dann sehen wir auf einmal, wie Mohammed überhaupt nicht den Muslim zur Rechenschaft zieht. Der schickt quasi wieder zu ihrem prügelnden Ehemann, Wahnsinn, ne? Ja, das ist wirklich so. Wie gefährlich der Islam für Frauen ist. Ja, ich kann noch was dazu sagen. Ich bin dann in die Moschee gegangen, wo das mir mal passiert ist, wo der mich geschlagen hat wieder mal und ich im Krankenhaus gelandet bin mit Nasenbrüche, also Rippenbruch, alles hatte ich gehabt. Und ich wollte von einem Imam, oder so im Endeffekt, ein Imam kann ja nicht mit mir sprechen als Frau. Und bin ja wird mit mir. Du kommst abgehakt drüber. Und sie hat mir so praktisch gesagt, klipp und klar. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich, ja. Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja, dass ich dann zu einem Imam gegangen bin und das alles schildern wollte. Und ich durfte ja natürlich nicht mit ihm sprechen, weil das ist sein Mann. Und ja, ich durfte halt nicht mit ihm darüber reden. Und dann habe ich halt eine Frau, mit der ich reden durfte von der Moschee. Dann geschildert, was bei uns los ist, was ich machen soll. Und dann hat sie halt gesagt, das ist meine private Sache, ne? Dass sie da nichts machen kann, ne? Also die hatte für mich keinen Rat, was ich machen soll. Ne? Also ich war dann im Endeffekt mit meinem Martyrium alleine. So, ich musste das dulden. Ich musste das dulden. Ja? Ich war alleine mit allem. Ich bin zum Imam gegangen, der durfte nicht mit mir reden, weil das ein Mann ist. Dann habe ich eine Frau da zur Seite bekommen, die konnte auch nicht mit mir reden, weil das privat ist. Also, ne? Und wenn ich meinen Gott anrufe und einen Rat frage, der gibt mir meinen Rat und meine Antwort. Ja, Was hältst du denn von einem Mann, der zum Beispiel sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt? Was hältst du von so einem Mann? Katastrophe, weil ich lag halb tot immer im Krankenhaus. Ja, das hat nur die Polizei hier in Deutschland interessiert. Aber keiner von den Muslimen. Fragen, ja?
Fragen wir mal die Frauen hier in dem Chat. Was haltet ihr von einem Mann, der sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt? Was haltet ihr von so einem Mann? Und ich muss auch hier was sagen, was ich auf dem Chat gelesen habe. Ich möchte hier nicht meine Beziehung oder meine Ex-Beziehung irgendwie hier profilieren oder so. Ich möchte mein Zeugnis geben, weil ich so wie eine Neugeborene gelebt habe, bevor ich zu Islam gegangen bin und als eine Muslimin gelebt habe. Es geht hier nicht um meine Beziehungskram oder so. Das ist mein Zeugnis, was der Herr Jesus Christus, unser Gottschöpfer, mir das erleben durfte und mir gezeigt hat, was beides, was da los ist. Ja, und ich kann sagen, ich durfte Gott sei Dank, also Jesus Christus Dank, sehen, welche wahre Religion ist, was von ihm wirklich kommt und wer der wahrhaftige Gott ist. Ich habe den Islam, so wie auch den Christentum, den Neugeburt, habe ich erlebt. So, und ich bin zurück zu der Neugeburt. Ich habe mich wieder neu gebären lassen. Ich habe meine Sünden wieder den Herrn Jesus Christus gegeben, weil das ist der wahre Gott. Ich war in beide Religionen. Ich war praktisch Tag und Nacht, habe ich erlebt, okay? Und das geht hier nicht um meine Beziehungskram. Das ist das, was ich erlebt habe. Es gibt hier in Deutschland schon sehr viele muslimische Männer, die nach dem Mohammed leben, nach seinem Gesetz, nach dem Koran. Und das will ich klar machen. Das ist nichts wegzudenken oder zu verleugnen. Und alle, die den Islam so schön und toll reden, ihr lebt hier in Deutschland. Aber es gibt wirklich hier Muslimische in Deutschland, die genauso diese Islam leben, wie es sein sollte in den Koran. Ja? Und davon macht ihr eure Augen zu. Lies mal eure Koran mal richtig. Ich als Nicht-Muslime so gesehen jetzt, ich habe beide Tag und Nacht erlebt. Ich habe die Bibel so wie den Koran gelesen. Ja? Und das, was im Koran steht, kann nicht zu meinem Gott kompatieren. Das passt von vorne bis hinten nicht. Ist nicht kompatibel, ja. Ja, das passt nicht. Das ist Tag und Nacht. So wie ich sagen würde, Mond und Sonne. Das ist die Wahrheit. Ich bin durch den Jesus Christus wieder geboren. Ich bin auf die Knie gegangen, weil ich konnte nicht mehr. Jeder weiß, wenn man nicht mehr kann, das Erste, was man macht, man betet Gott an. Und das habe ich getan. Und ich habe ihm gesagt, zeig mir dir. Und das hat er hat mich wieder gezeigt, dass es wirklich Herr Jesus Christus gibt. Und wenn man den wirklich anruft und man verzweifelt ist, der ist der Letzte, der dich fallen lässt, egal wie viele Sünden, auch wenn du den verraten hast, so wie ich, der hat mir trotzdem die Hilfe, was ich gehofft habe, hat er mir gegeben. Ja? Trotzdem. Und da muss ich nicht spenden, da muss ich nicht fünfmal am Tag beten für ihn, ja? Der nimmt mich so, wie ich bin, wenn ich ihn anrufe. Ich muss nicht sagen, ich muss... Ja, im Islam ist das ja so, als würdest du auf eine Busstation warten, ne? Ja, genau, du musst freitags... Und dann musst du wieder Allah anbeten. Ja, das ist so, ob du freitags, ob Gott da sitzt mit deinem Terminkalender, wir haben jetzt Freitag, ich höre eure Gebete. Was soll das denn? Gott hört mich jeden Tag. 24 Stunden, sogar im Schlaf, wenn ich zu ihm bete. Ja? Das ist der wahre Gott. Und nicht der zu mir sagt, bring mir dies, bring mir das, mach das und dann liebe ich dich. Und noch eines, was ich sagen möchte. Diese Einschränkung, das muss ich auch gesagt haben, Emir. Vorher war mir sicher klar, dass Herr Jesus Gott ist. Aber wo ich zu dem Islam rübergewechselt bin, habe ich eine Kopfwäsche bekommen, dass ich geglaubt habe, wie kann ein Gott ein Mensch werden? Oh ja, ein Gott kann alles. Der kann alles. Wenn man wirklich das fühlt, was Neugeborenheit ist, was der Emir euch vermitteln möchte, da gibt's gar keine Grenzen, was unser Gott kann. Unser Gott kann alles. Vielleicht könnt eure Gott das nicht. Überlegt doch mal, wenn er schon sagt, dass eure Gott das und das nicht könnt. Ist das wirklich der wahre Gott? Mein Gott kann alles. Mein Gott kann alles. Weil der das alles gemacht hat. Der weiß sogar, was ich denke, bevor ich denke. Das muss in euren Köpfen sein.
Aber wenn der Herz verhärtet ist, der kann alles, Amir, alles. Ja? Hast du auch, ich weiß, dass natürlich dein Mann dir, also dein Ex-Mann dir sehr viel Grausames angetan hat. Ja. Aber lass niemals zu, dass dein Herz so verhasst wird gegenüber ihm. Ja, nein. Bete für deinen Ex-Mann. Das tue ich jeden Tag, Leider müssen wir immer noch Kontakt miteinander halten und ich muss immer ruhig und besonnen werden. Aber Gott gibt, also unser Herr Jesus Christus, du weißt, wenn du das in dir drin hast, wirst du automatisch ruhig. Du weißt, mit sowas umzugehen, weil der brüllt, der schimpft, der flucht, der, also man merkt schon, wenn, dass er nicht mehr bei Gott ist. Ne? Der ist nicht bei Gott und das ist seine Sache aber eigentlich so. Ne? Also da kann ich nicht wirklich was machen. Das ist einer, wo ich sagen würde, gerne, hör mal zu, der Herr Jesus Christus vergibt dir, aber der ist schon so da drin, also der ist so was von, davon überzeugt, den kriegst du da nicht mehr weg, ne? Den kriegst du nicht mehr da weg. Der ist davon überzeugt, was er da glaubt. Ne? Ja. Ja, muss ich für ihn beten. Ne? Der Herr Jesus Christus hat ja auch den Paulus, also den Saulus zu Paulus gemacht, ne? Hat ihn blind gemacht und zum größten Evangelisten aller Zeiten gemacht. Ja. Ein Christenmörder, ein Christenverfolger, so wie ISIS. Das ist einfach so großartig. Die Bibel, wie gesagt, mein Vater, der glaubt auch in allen drei Heiligen, ne? Der ist auch früher in die Gemeinde gegangen, aber das macht er auch nicht mehr. Die machen eher jetzt so Hauskreis, ne? Weil mein Vater, der hat mir vor, ungelogen, wo ich konvertiert, also wo ich zu Islam langsam, also zu dem Islam rübergewachsen bin, hat mein Vater mir versucht, den Koran zu widerlegen. Der saß mit mir wirklich eine Woche und hat mir versucht, klarzumachen, was ich davor vorhabe, ja. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich habe mit dem gestritten. Ich habe zu ihm gesagt, hör auf, du bist ein Lügner. Wie kannst du nur das glauben, was du da gibst, ne? Ja. Und mein Vater und ich sind leider jetzt nicht mehr gut ins Verhältnis. Durch diese Geschichte, ne? Weil der sein Glaube ist für den sein Alles und der hat auch das Richtige. Hast du deinen Vater aber wieder kontaktiert? Ja, das war auch ein schönes Erlebnis. Und dich entschuldigt? Ja, ich habe schon gesagt, Papa, du hast recht und so. Klar, kennst du so ein bisschen, der hat mich schon getestet, ob ich wirklich das eingesehen habe, was ich da jetzt eingesehen habe. Und langsam wachsen wir wieder zusammen. Meine Mutter genauso. Also durch den Islam habe ich meine ganze Familie verloren. Aber durch Herr Jesus Christus kommen die wieder zu mir zurück. Ne? Weil ich auch darum bete, dass wir wieder eine Familie sind. Ne? Weil ich habe wirklich eine Riesensünde gemacht. Ich habe Gott verraten. Nicht nur Gott, ich habe meine Familie alles verraten dadurch. Ja? Mein ganzes Glauben, mein ganzes Ich habe ich verkauft für eine Religion, die nicht wahr ist. Das ist eine Lüge. Und das kann mich jeder mit Morddrohungen kommen, wie ihr wollt. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin nicht mehr auf dieser Erde. Ich warte nur, dass Herr Jesus Christus mich holt. Und dann ist alles gut. Ja? Ihr könnt mich verfolgen, mich bedrohen. Ich weiß, was die Wahrheit ist, weil ich beide Religionen erleben durfte. Ja, man merkt dann jetzt auf einmal, ne, von damals, was du gesagt hast und jetzt, ne, wie du zum Herrn stehst. Ja, ich habe den Koran gar nicht wirklich studiert, Amir. Das ist das ja, was viele Frauen oder auch Männer zu den Islam rüberlaufen, weil sie halt an ihren Partner glauben. Ja, weil sie auch diese menschliche Gefühl eingehen und denken, wenn das klappen soll, muss ich diese Religion annehmen. Das ist ja auch das, was der Partner dir auch rüberbringt, ja. So, und das machst du dann auch. Und dann vergisst du alles, was wirklich wichtig ist. Dein Gott, der wahre Gott, deine Familie, alles. Das ist der schlimmste Verrat für dich selbst und für Gott, was du tun kannst auf dieser Erde. Aber trotz dessen geht Jesus Christus hin und sagt, okay, du bist irre gelaufen, du bist meine verlorene Tochter oder Sohn, komm zu mir zurück, ich nehme dich an. Macht das der Islam? Nein, ich bin jetzt aus dem Islam raus, ich muss 50.000 Euro bezahlen, damit ich leben darf. Das ist heftig.
Ja, wenn du öffentlich zugibst, dass du den Islam verlassen hast, dann sagt der Mohammed ja, wer seine Religion ändert, den, na, du weißt schon. Ja, und ich habe den auch verlassen als Mann. Eine Frau tut das nicht. Eine Frau geht nicht einfach weg, verlässt ihren Mann und die Religion, seine Regel, kann man sagen, und von seinen Propheten. Das ist ein Todesurteil. Und ich muss jetzt bezahlen, damit ich leben kann. Ja, wie gesagt, ne, eigentlich müsste man den Islam sofort hier in Deutschland verbieten und die ganzen Muslime fragen, wollt ihr Scharia oder Grundgesetz? Und ja, die Scharia wollen, müssen des Landes verwiesen werden, ganz einfach. Ja, aber unsere deutschen Gesetze schlafen noch. Die müssen sich ein Land suchen, wo der Islam Gesetzgebung ist, weil die lieben ja Allah, die lieben ja Mohammed. Nicht rumheucheln, nicht ein bisschen Demokratie und ein bisschen Allah hier und ein bisschen Mohammed da. Nein, entweder komplett oder komplett das. Weil beides geht nicht. Und man darf ja auch keine Werbung mehr machen für Islam. Man Weil darf, du siehst ja, was für eine Gehirnwäsche man den Leuten damit verpasst. Verstehst du? Ja, und diese nichtgläubige Frauen, sage ich so, wie es ist, das habe ich erlebt, nicht nur ich. Ich habe auch andere bekannte deutsche Frauen kennengelernt zum Beispiel. Mit denen durfte ich natürlich mich unterhalten und zu tun haben. Aber mit richtigen muslimischen Frauen, sage ich dir so, wie es ist, durfte ich überhaupt gar keinen wirklichen Kontakt haben oder die wollten mit mir keinen Kontakt haben. Und diese Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, die konfrontiert wurde, so wie ich, ja, die haben nicht anders viel berichtet wie ich, weil wir haben ja einen anderen Sinn, auch wenn wir jetzt in dem muslimischen Dings sind, wir haben trotzdem diese Bedürfnis, danach zu reden. Bei den islamischen Frauen, die sind ja von Anfang an so praktisch erzogen, dass das privat ist. Aber wir hatten immer die Bedürfnis, danach das zu reden und viele haben mir Sachen erzählt, wo ich auch haarsträubend, ne? Aber wenn man da drin ist, man hat Angst. Man wird von Anfang an mit Angst, Kopfwäsche, komplette Kopfwäsche. Das ist Kopfwäsche ohne Ende. Das ist eine Kopfwäsche und dann bleibst du da auch. Und wenn du die Kopfwäsche nicht wirkt, dann wird halt gedroht. Wenn es nicht gedroht wird, du darfst nicht gehen. Ich durfte nicht gehen. Ich musste 300 Kilometer weit mein ganzes Leben verlassen. Meine Familie, alles. Ja, und trotz dessen, ich kann nicht bei meiner Familie jetzt sein. Und die werden bedroht wegen 50.000 Euro. Ich bin nicht bei meiner Familie. Ich bin weit weggezogen, damit ich mich von dem wegkomme. Weg. Ich bin komplett isoliert. Ja, ich darf mit meiner Familie keinen Kontakt aufnehmen. Ich darf nicht mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinen Freundinnen. Ich darf nichts mehr. Ich bin komplett isoliert, weil ich raus bin. Ist das wirklich eine tolle Religion? Wenn du wegrennen musst für dein Leben, dass du überlebst und du kannst noch nicht mal bei deiner Familie sein. Du musst auf Gott verlassen, dass er deine Familie in der Zeit beschützt, weil der droht mit meiner Familie. Ich muss den 50.000 Euro zusammenkratzen. Ja? Unfassbar. Und das ist das. Ich hoffe natürlich, dass du der Polizei das alles gegeben hast. Ja gut, du hast ja gesagt, ja, die Staatsanwaltschaft ist ja nein, natürlich. Das ist das ja. Das Schlimmste ist ja auch, dadurch hat er auch zu mir gesagt, dass ich jetzt den Juden unter ihren Schutz bin ich sowieso eine Kafir. Ne? Also, eine Kafir. Ja, ich bin eine Kafir, weil ich jetzt nach Hilfe gesucht habe, was nicht in den Islam, ich hätte zu einem Imam gehen können, sagt er. Du hättest dahin gehen können. Der Imam hat gesagt, so, nein, du musst zu deinem Mann nehmen. Ja, genau. Aber jetzt bin ich definitiv ein, also Kafir, weil ich einfach jetzt Hilfe gesucht habe und Schutz gesucht habe bei den Juden. Ne? Wir sind ja alle Juden. Deutsche sind Juden, alle sind Juden. Ne? Das ist ja das. Du warst das bei den Yahudis, hast du Schutz gesucht bei Yahudis. Genau, so sieht's aus an mir, verstehst du? Jetzt bin ich eine richtige Kaffeerin und richtige Kaffeerin. Ja, und dann fängt auch noch dazu an, dass ich jetzt bei den Kaffeer auch noch Kampfsport lerne, damit ich mich verteidigen kann. Ganz Katastrophe, ne? Als Frau auch noch einen Kampfsport zu beginnen, damit man sich wehren kann. Bei den Kaffeer das auch noch gelernt, ja? Also das ist eine ganz große Katastrophe, dieser Islam. Ihr könnt mich morddrohen, wie ihr wollt. Ich habe keine Angst vor euch. Mein Jesus Christus ist so barmherzig, so groß. Also Barmherzigkeit, da habt ihr keine Ahnung, was das ist. Ja, wenn man barmherzig ist, barmherzig reicht leider nicht. Okay, und das ist sehr paradox, wenn die Muslime sagen, der Islam ist Frieden. Und dann sehen wir auf einmal, die Anhänger des Islam sind nur
am Bedrohen, am Schlagen, ja, am Frieden, Mann, Frieden, natürlich. Der kommt von der Arbeit, der hat einen schlechten Tag, haut dir die ins Gesicht, prügelt dich zusammen, weil der einen schlechten Tag hat. Das ist Frieden, ja, das ist Liebe. Das ja, gehört sich dahin. Ja, wir sagen ja, das F im Islam steht für Frieden. Das F ja, im ja. Islam steht für Frieden. Ja, natürlich. Wo ist er? Peace, ne? Peace. Peace. Nein, Amir, ich kann jederzeit mein Zeugnis geben. Leute, hier läuft Ehre. Ich habe, wie gesagt, wirklich, mein Vater hat mich von Grund auf die Bibel so, ich selber dann den Koran gelesen. Weil ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass das mein Leben ist. Das kann nicht sein, dass das wirklich, wirklich, wirklich das mein Leben sein soll. Ja, jeder Mensch, normaler Mensch sucht nach Liebe, Frieden, vor allem nach seiner Ewigkeit. Man weiß, dass das hier vorbei ist irgendwann, ja. Und das kann nicht sein, dass das wirklich von Gott kommt, was dann da los ist. Ich habe dann den Koran gelesen, ich Kafir, habe dann den Koran gelesen, ich Kafir, habe den Koran gelesen und ich war erschrocken und bin es immer noch. Ich habe gedacht, mir ist alles, meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Ey, Amir, ich bin dann auf die Knie gefallen, heulend, und habe nach Herr Jesus Christus Vergebung gebeten. Halleluja. Ich bin heulend, du kannst so wirklich auf die Knie. Ich konnte gar nicht mehr auf die Knie stehen. Ich bin gefallen. Kennst du das, wenn du was ganz Schlimmes hörst, wenn jemand sagt, der und der ist gestorben, und du hast die ganze Kraft, deinen ganzen Körper verlierst du. So bin ich auf den Boden gesackt. Amen. Ja? So bin ich wirklich, Gott ist mein Zeuge, so bin ich auf den Boden gesackt. Ja? Und wer jetzt diese Religion da weiterläuft, macht ihr, das ist Katastrophe. Leute, lies wenigstens mal die Bibel. Lies mal die Bibel, vergleicht das mit dem Koran und ihr werdet feststellen, wenn ihr ein bisschen Intelligenz habt, dass das alles Widerspruch von vorne bis hinten, dass das menschliche Denken ist. Dass es praktisch gesehen viele Sachen von einem Mensch rein interpretiert wurde für seinen Günsten. Und das sind wir Menschen. Wir wollen immer das Beste für uns selbst. Immer wenn ich diesen Satz höre, dass der Mohammed den Islam ins Leben gerufen hat, nur um seine Gelüste zu erfüllen, da kommt mir sofort das ist, eins in das den ist Sinn. So. Das ist so, auch wenn du die ganze, wirklich manche Passagen liest, und du den Herr Jesus Christus kennst, unser wahrer Gott, also den wahren Gott und die Bibel, merkst du, dass das nicht von unserem Gott kommen kann, Amir. Verstehst du? Das kann nicht von unserem Gott kommen. Das ist nicht die Zunge von unserem Gott. Verstehst du? Das ist nicht das, was Gott von uns will. Der will uns nicht als Knechte halten. Der will das uns vergeben. Mehr nicht. Amen. Ja? Und das ist das, was sie nicht verstehen. Die denken, die müssen so viel tun. Das wird euch nichts bringen, gar nichts. Ihr geht sünden. Ihr zum Beispiel mein Ex-Mann, ja? Der hat mich geprügelt und alles. Dann ist er zum Beispiel zu Ramadan. Ramadan hat er gesagt, ja, ich habe jetzt Afrika und keine Ahnung, habe ich geschlachtet und habe das dahin geschickt. Okay? Meine Sünde sind vergeben. Und ich sitze da und denke, ja, aber was ist mit meinen Gefühlen? Ne? Also, weil ich wurde ja maltraktiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Sünde weg ist. Ja? Diese ganze Hingabe, was sie da machen, Schlachtung. Guckt euch das mal bitte an. Guck mal, wie Mohammed nicht mal aushalten kann, seine Gelüste unter Kontrolle zu halten. Warte mal ganz kurz. Lass mich das mal ganz kurz vorlesen für die Leute hier. Das ist so schrecklich. Sehr gerne. Also achtet mal da drauf. Aisha berichtet, wenn eine von uns Ehefrauen Mohammeds menstruierte, befahl der Gesandte Allahs, dieser einen sich ein Tuch um die Stelle zu binden, an der das Menstruationsblut stetig hinauf herausfloss, dann würde er mit ihr Sex haben. Warte mal, dann würde er mit ihr Sex haben und ich bezeuge, keiner von euch hat seinen sexuellen Triebe derart unter Kontrolle, wie der Prophet seine sexuellen Triebe unter Kontrolle hatte. Ja, genau, Sahih Muslim 293b. Sahih Muslim 293b.
Also du siehst, dass der Mohammed, sobald eine ihre Menstruation hatte, hat er der anderen befohlen, so, hier, leg mal so ein Tuch da drauf und dann, das ist so krank, ne? Ja, das ist auch wirklich krank. Und ich sage dir auch ein Stück davon, dass das im wahren Leben wirklich so ist. Ich zum Beispiel meine... war dabei eine andere, ne? Also, der hat nicht mit mir sowas. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Periode hatte, dann war der bei einer andere. Der hatte mehrere Frauen neben mir am Laufen, ne? Der hatte eine feste Frau, der hat Kind und der hatte noch andere. Das ist für den ganz normal. Aber hörst du mich? Ich höre dich schlecht.